Hallo und herzlich willkommen zurück zur Super Funtime. Mein Name ist Steve Parker und heute machen wir mal wieder die Kampffabrik in Pokémon Smaragd unsicher. Hier ist sie. Dies ist die Kampffabrik. Hier gibt es die allerhärtesten Pokémon. Wenn das mal kein schönes Versprechen ist. Ich freue mich auf jeden Fall, dass dieses Projekt so gut bei euch angekommen ist, denn ich bin ja momentan so ein bisschen im Wi-Fi-Battle-Urlaub, um die Zeit zu haben, privat ein paar Sachen zu klären. Und da ist das, glaube ich, auch für mich ein schöner nostalgischer Urlaub, denn wir spielen hier mit der Original-Cartridge auf der Original-Hardware. Mehr oder weniger. Der Controller ist ein Original. Game Boy Advance ist fähig, ich musste kurz nachdenken, wie das Ding heißt. Mit einem Kabel kann man das nämlich an den GameCube dranpacken und mit dem Framemeister, ein Gerät aus Japan, kann man so alte Spiele relativ pixelgenau auf große HD-Fernseher hochskalieren und dann auch direkt aufnehmen. Deswegen freue ich mich, dass es alles funktioniert und dass ihr auch so ein bisschen diese Nostalgie mitspüren könnt. Hier wird die Intelligenz der Trainer auf die Probe gestellt. Ja, ja, ja. Für die Leute, die nicht wissen, was wir hier gleich machen, wir spielen Kampffabrik. Kampffabrik ist ein Modus, wo wir alle unsere Pokémon abgeben und dann können wir aus 6 Pokémon 3 raussuchen, kämpfen dann gegen Trainer, können zwischen allen Kämpfen immer ein Pokémon austauschen mit denen, was der Gegner im letzten Kampf hatte. Und das ist super spannend, weil die Sets absolut unkonventionell sind und allgemein das Kampfsystem von Pokémon Smaragd ist ja auch ein relativ altes. Unten rechts seht ihr ja immer, welche Typen, welche Angriffstypen ergeben. Das ist super seltsam zu formulieren, weil zum Beispiel Unlicht. Unlicht ist immer ein spezieller Angriff. Egal wie es heißt, Knirscher ist ein spezieller Angriff. Da muss man erstmal drauf klarkommen. Aber bevor wir uns hier verplappern, wir müssen erstmal hier ein paar Menüs durchklicken. Ja. Ich mache immer offene Kämpfe, damit die Pokémon immer voll entwickelt sind und ein bisschen cooler sind, glaube ich, auch von den Sets her. Weil ab Level 50, ich glaube, da kriegt man manchmal Shillock und so weiter. Das müssen wir uns nicht unbedingt geben. Vielleicht irgendwann in einer fairen Zukunft, aber momentan spielen wir einfach ganz normale offene Kämpfe. Also alles auf Level 100 und da ist alles cooler. Sein favorisierter Kampfstil ist mir egal. Ich will Pokémon sehen. Was wird das Spiel uns heute bieten? Da bin ich immer sehr, sehr gespannt. Erstmal die Berichte checken, das ist immer ganz wichtig. Ein ruhiges Wesen, Chlorophyll als Fähigkeit, okay. Flinkklaue als Item, also man merkt schon, hier sind die Sets nicht ganz so viable, aber damals gab es auch nicht so viele Items, die man hier viable-mäßig spielen konnte. Solarstrahl, Sonntag, Synthese, Lichtschild. Hier finde ich es ein bisschen schade, dass wir nur einen Angriff haben, und zwar der Solarstrahl. Und der ist auch nur gut, wenn wir vorher den Sonntag rausgelegt haben. Also nicht unbedingt ein Set, das ich als stark erachte. Und der spezielle Angriff unter 300. 300 war immer so ein bisschen der Schwellenwert, den ich damals ersehnt habe, mehr oder weniger. Alles, was über 300 ist, vom Angriff oder speziellen Angriff her, ist sehr, sehr gut. Alles darunter ist so ein bisschen suboptimal, außer man hat irgendwie ein super tolles Gimmick im Set. Aber Coco war an dieser Stelle nicht unbedingt das Beste. Aber Yugong, Eisstrahl, Eissturm, Kopfnuss und Mogelhieb, das ist interessant. Aber auch hier die offensive Gewalt nicht ganz so stark, wobei wir ewiges Eis haben. Ein damage-boostendes Item ist immer ganz cool, das heißt, der spezielle Angriff wird, glaube ich, hier relativ viel besser dadurch. Speckschicht als Fähigkeit, das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Und ein ruhiges Wesen. Ist das was Defensives? Wie sind denn unsere Defensiven auch so mittelmäßig? So viel Schaden werden wir damit nicht machen. Aber potenziell ein gutes Pokémon wird auf jeden Fall ein bisschen was tanken. Und Eisstrahl, Eissturm ist, glaube ich, auch gar nicht mal so schlecht. Da kann man mit arbeiten. Aber mal schauen, was wir noch so haben. Donnerblitz, Donnerwelle, Anziehung, Schutzschild. Hier dasselbe Problem. Wir haben nur einen Angriff, was ich ein bisschen schade finde. Donnerwelle ist natürlich immer ganz cool, weil dann der Rest unseres Teams so ein bisschen outspeeden kann. Aber Anziehung, Schutzschild. Was ist denn das Item? Amrena-Beere. Was auch immer das boostet, also höchstwahrscheinlich ist eine Beere, die bei 25% KP triggert und dann irgendwas boostet, speziellen Angriff oder Initiative. Wobei Initiative ist, glaube ich, die Salkia-Beere oder so. Ach, alles kompliziert. Allgemein, ich habe das Spiel noch nie auf Deutsch gespielt, außer beim letzten Part, für die Leute, die das schon gesehen haben. Also ich kann sowieso empfehlen, den letzten Part zu sehen, da habe ich relativ viel von dem Spiel erklärt und wie ich da emotional dran hänge. Deswegen werde ich heute mal auf andere Themen zu sprechen kommen, wenn die Zeit da ist. Aber wir müssen hier endlich mal ein paar Pokémon wählen. Ich bin noch nicht so richtig begeistert von der Ausbeute. Fährte kopiert Spezialattacke. Ach, kopiert die Fähigkeit. Das meinen die wahrscheinlich. Oder das Wording ist super seltsam. Ein hartes Wesen vor allen Dingen, wie lustig. Überreste, also das ist okay. Triplette, Aeoras, Spukball, Genesung. Hier nicht vergessen, Spukball ist ein physischer Angriff. Das heißt, wir können mit dem harten Wesen tatsächlich ein bisschen arbeiten. Aber 254 ist auch nicht so gigantisch. Trotzdem, Genesung. Ich glaube, Porygon ist hier ein gutes Pokémon. Die Coverage ist okay. Und wir haben Genesung und Überreste. Das heißt, wir können lange im Kampf bleiben. Traunfugil, ein absolut vergessenes Pokémon meinerseits. Leitheiler, Spukball, Konfusstrahl und Donnerwelle. Auch wieder sehr passiv mit Fokusband. Schwebe ist ganz gut, aber
Ich glaube, in diesem Modus sind passive Sets nicht ganz so gut. Lamus kann ich mir gut vorstellen. Surfer, Regentanz, Kopfnuss und Eishieb. Ist normal physisch oder speziell? Ich glaube, das war physisch tatsächlich. Eishieb ist auf jeden Fall hier eine spezielle Attacke, weil Eis immer speziell ist. Das heißt, damit können wir arbeiten. Spezieller Angriff 228, das ist nicht so viel. Allgemein super schwache Pokémon irgendwie. Verhindert Anziehung und ein ruhiges Wesen. Also irgendwie sind wir super defensiv. Das ist auch schon das letzte Pokémon. Okay. Ja. Das war beim letzten Mal ein bisschen einfacher, ein Team zusammenzubauen. Also Yugong finde ich gut. Lamus und Porygon, das ist, glaube ich, das, was ich hier bringen will. Die Frage ist, womit leade ich? Ich glaube, es ist allgemein besser, mit einem schnellen, offensiven Pokémon zu leaden, weil dann kann man potenziell noch die zwei anderen balkigen Pokémon, also in diesem Fall zwei balkige Pokémon, rumwechseln, je nachdem. Aber ja, ich glaube, ich werde hier viel rumwechseln, jedenfalls je nachdem, was der Gegner hat. Vielleicht hat er auch den totalen Crap und das, was wir momentan haben, ist super stark, aber ich glaube, da kann man auf jeden Fall viel, viel besser optimieren. Mal schauen. Planscher Kim, was zeigst du mir? Zeig mir irgendwas Starkes. Electek, das ist ja schon mal ein richtig schlechter Lead. Ich habe vor allen Dingen zwei Wasser-Pokémon drauf, hätte ich vielleicht ein bisschen achten sollen, weil jetzt Elektro-Pokémon super, super nervig sein werden. Drin bleiben. Ich gehe einmal auf den Mogelhieb, weil ich verliere nichts dadurch. Wir werden natürlich nicht so viel Schaden machen, weil, ja, es ist nur ein Yugong. Ich muss es tauschen. Weil ich glaube, ein Donnerblitz oder allgemein eine Elektroattacke wird Yugong rausnehmen. Lamus wird noch eine tanken, aber nicht, wenn ich jetzt reinwechsle. Was habe ich kopiert? Statik, bitte! Wieso geht er jetzt auf Durchbruch? Okay, Durchbruch macht auch gegen Yugong Sinn. Bitte kein Tuit. Okay, ist kein Tuit. Wir haben die Überreste. Wir haben noch die Statik. Perfekt. Alles predicted. Alles. Okay, ich wollte schon sagen. Tausend Sachen passieren. Ich wollte schon sagen. Kann ich einen Elektro-Pokémon mit Statik paralysieren? Offensichtlich schon, aber der Gegner hat eine Amrena-Beere. Die Paralyse halt? Ist das eine Beere, die nur Paralyse halt? Das wäre nämlich super seltsam, weil wie unwahrscheinlich ist es bitte, dass man ein Elektro-Pokémon paralysiert? Auf normalen Wege geht das kaum, außer man hat zufällig dieses unendlich spezielle Matchup. Okay, wir gehen einfach auf Triplette. Ah, Donnerwelle ist ärgerlich, aber ich glaube, die Initiative ist sowieso egal. Wir dürfen nur nicht voll paralysiert werden. Ich darf einfach nicht reden. Ich sollte einfach nicht reden. Oh mein Gott, wenn der Gegner schon so anfängt. Ich hatte eigentlich vor, dass wir vielleicht zwei Sets spielen, weil normalerweise spielt man immer gegen sechs Gegner, nein, gegen sieben Gegner, dann geht man raus und man kann quasi nochmal reingehen, das ist eine Session und je mehr Sessions man hintereinander gewinnt, desto härter werden die Gegner, aber desto besser werden auch theoretisch die Sets. Also ich kann mich erinnern, dass irgendwann auch Latios und Latias mit dabei sind, also ein paar legendäre Pokémon tatsächlich. Aber ja, wir sind momentan, glaube ich, in Winstreak 2 oder so. Eins oder zwei? Ich weiß es nicht. Ah, das macht schon ein bisschen mehr Schaden. Wieso bist du für immer paralysiert? Porygon. Hör auf, mich traurig zu machen. Ohne Witz. Werde ich hier im ersten Kampf totgehext? Ist es wirklich... Ist es dein Ernstspiel? Ich habe noch keinen einzigen Angriff rausbekommen, außer ich gehe einmal auf die Genesung. Oh Mann. Aber ich glaube, die KI hat so ein bisschen angezogen tatsächlich. Also im letzten Part hatte ich das Gefühl... Okay. Oh, nice. Hatte ich das Gefühl, dass die KI einfach irgendwelche Moves drückt, aber ich glaube auch ab Winstreak 2 oder so probiert sie wirklich was sehr Effektives zu machen oder das Cleverste, was in dem Fall geht. Man merkt schon, der Gegner hat realisiert, ich kann hier mit dem Durchbruch sehr effektiven Schaden gegen Yugong machen und potenziell auch Boden-Pokémon für den Fall, dass der Gegner die hat. Ich habe gerade angefangen, den Gegner zu loben, aber dann macht er einfach nochmal Donnerwelle. Aber ich bin auch wieder voll paralysiert. Was ist das? Was ist da los? Das ist eine Chance von 30%, nicht von 80, wie es jetzt so scheint. Der Gegner geht auf Donnerwelle. Der erwartet einfach, dass ich rauswechsle. Ich sehe schon, der Gegner ist eigentlich kompetitiver, als wir das denken. Der denkt, ach komm, Porygon hat hier keine Chance. Der Gegner muss rauswechseln. Ich gehe weiter auf Donnerwelle, aber okay. Wir sind ja voll, das heißt, wir konnten uns mal so ein bisschen berappeln. Und hoffentlich können wir endlich mal angreifen. Das wäre ein schöner Start in diesen Kampf. Nice, endlich. Vielleicht kriegen wir die Gefrierung, um einfach ein bisschen Gerechtigkeit walten zu lassen. Bitte mal guten Schaden. Das ist gerade so akzeptabel. Leider reicht es nicht aus, um mit einer zweiten Triplette das Electric zu besiegen. Aber ich gehe nochmal auf Genesung. Ich will ein bisschen safe spielen. Weil nachher verlieren wir hier und dann bin ich super traurig. Weil ich will hier schon so ein bisschen die Winstreak hochhalten. Vielleicht kriegen wir hier sogar die goldene Medaille. Die kriegt man, wenn man, ich glaube,
50 Kämpfe gewonnen hat. Also ich glaube, 5 Winstreaks? Macht das Sinn? Ich glaube nicht. 5 oder 6 Winstreaks. Danach kommt nochmal die Kampfkoryphäe und dann kriegt man ein goldenes Medaillon. Ich habe momentan den silbernen. Das kriegt man, wenn man, ich glaube, 21 Kämpfe gewonnen hat, ist bereits paralysiert. Okay, ich wollte schon sagen, ich dachte, Porygon ist voll paralysiert. Das wäre ja blöd. Nun gut, bitte, Elektra, geh unter. Sei ein Volltreffer oder so. Was, ein Volltreffer? Nein, es überlebt ganz knapp. Ich sehe den KP-Balken nicht mal. Ein ganz kleiner roter Schimmer am Ende. Wir gehen einfach mal auf Spukball, weil dann sehen wir auch mal die Animation, die ganz nett aussah, glaube ich, für die damalige Zeit. Da kommt wirklich so ein Ball raus. Bitte nicht voll paralysiert sein. Vor allen Dingen, der Wissenschaftler am Anfang hat gesagt, dass der Gegner spezialisiert ist auf irgendwas. Ich glaube, ich hätte da drauf achten sollen, weil wenn er jetzt spezialisiert auf Elektro-Pokémon ist, das ist richtig blöd, weil ich 2 Elektro-Schwächen im Team habe. Es ist wirklich unfassbar. Es ist wirklich unfassbar, wie oft ich hier voll paralysiert bin. Es tut mir leid, wie unspannend dieser Kampf sein muss für euch, aber ich kann da wirklich nichts für. Der Gegner ist ein Arsch. Sind wir ganz ehrlich. Bitte durchkommen. Nice. Oh Gott. Ich gehe jetzt auf Triplette. Komm, scheiß drauf. Wir hoffen einfach, dass der Gegner nicht spezialisiert ist auf Elektro-Pokémon. Weil sonst sieht das gar nicht mal so gut aus mit dem Lamus und mit dem Yugong. Wobei ich mit Lamus, glaube ich, einen Angriff noch tanken sollte. Aber das müssen wir ja nicht überprovozieren. Jetzt nur einmal durchkommen. Bitte, Porygon, ich glaube an dich. Sushimaru betet für dich. Sushimaru hat nicht fest genug gebetet. Das ist die absolute Trauer an dieser Stelle. Oh mein Gott. Ja, vielleicht gehen dem Gegner irgendwann die PP aus. Das ist jetzt meine größte Siegeschance an der Stelle, dass der Gegner keine PP irgendwann hat und dann durchkommt. Nein! Die schlechteste Stelle. Ja, dann müssen wir jetzt einfach hoffen, dass der Gegner auf Donnerwelle geht. Er geht auf Lichtschild. Puh! Aber ich bin auch wieder voll paralysiert. War Paralyse damals viel, viel schlimmer, als ich das in Erinnerung hatte? War das einfach die beste Taktik, die man machen konnte, weil man eine 80%ige Chance hatte, dass der Gegner voll paralysiert ist? Werde ich diesen Durchbruch überleben? Ich befürchte ja nicht. 13 KP, bitte durchkommen, diesmal. Statik, ja, Gerechtigkeit, ein bisschen. Ja, nochmal Gerechtigkeit, perfekt. Oh mein Gott, der absolute Endboss, der erste Gegner direkt. Ja, ich würde mal sagen, wir scheißen auf Electric und greifen einfach an. Komm. Auch für die Gefahr, dass gleich noch mehr Elektro-Pokémon kommen. Ich will Electric weghaben. Es kotzt mich an. Ich sehe schon kommen. Ich werde voll paralysiert sein. Der Gegner nicht. Nice. Oh Gott. Jetzt Daumen drücken, dass nicht noch mehr Elektro-Abfuck kommt. Vielleicht kommt Zapdos. Alle legendären Pokémon. Alle legendären Elektro-Pokémon. Kapaloris. Okay. Mit Kapaloris komme ich einigermaßen klar, glaube ich. Wobei, wenn jetzt gleich der Regentanz kommt und Kapaloris schneller ist, ja, könnte es ein bisschen gefährlich sein. Ich gehe auf Triplette. Vielleicht kriegen wir irgendwas raus. Regentanz schon erwartet. Kapaloris, glaube ich, ein Pokémon, auch wenn es wieder ein Wasser-Pokémon ist für das Team. Ich bin wieder voll paralysiert. Was ist da los? Es regnet. Hallo, Porygon. Sei erfrischt vom Regen. Ah. Mein Herz bricht. Muss ich Porygon gleich wirklich rauswechseln? Es hat ja scheinbar keine Lust zu kämpfen. Ich bin so dumm, ich könnte die ganze Zeit auf AE rausgehen. Aber es macht, glaube ich, keinen Unterschied, weil Surfer im Regen werden wir auf keinen Fall überleben. Und Kapaloris ist ja scheinbar so ein bisschen offensiv unterwegs. Die Frage ist, wie machen wir das platt? Ich glaube, wir müssen tatsächlich mit Yugong ran und dann hoffen, dass wir hier... Vielleicht hat der Gegner auch keinen Gigasauger oder so. Nur Wasserattacken werde ich, glaube ich, überleben. Dann müssen wir hoffen, dass der Eisschall in irgendeiner Form ausreicht. Wer weiß. Yugong, all meine Hoffnung auf dich. Lichtschild. Oh, das habe ich auch komplett vergessen, dass das noch draußen war. Also gut, dass es in dieser Runde ausgelaufen ist. Aber wir hätten sowieso einmal Mogel heben können und noch eine Runde wegbrennen. Es regnet weiter, hoffentlich nicht allzu lange. Das hat mir auch einer in den Kommentaren gesagt, wenn man den Regen selber rausholt mit einem Move, dann dauert es nur 5 Runden, aber wenn man das mit einer Fähigkeit macht, dann würde der Regen quasi für immer draußen bleiben oder die Sonne oder Sandsturm und so weiter und so fort. Deswegen, damals waren diese Wettereffektfähigkeiten super OP, also unendlich OP.
total meta-definierend. Eisstrahl, ja, das ist das Beste. Feuerschlag. Aber das ist okay, das ist okay. Wir haben die Speckschicht, das heißt, ja, das macht null Schaden. Da hätte der Gegner, glaube ich, mit dem Surfer mehr gemacht. Wobei da die KI, glaube ich, sagt, oh, das wird resistiert. Das sollte ich, glaube ich, nicht einsetzen. Aber vielleicht haben wir Glück und der Gegner hat wirklich keinen Gigasauger mit dabei. Das wär sehr traumhaft, muss ich sagen. Oh, der hat Regengenuss als Fähigkeit. Das habe ich gar nicht realisiert. Und nicht Chlorophyll. Was ist Chlorophyll? Wassertempo. So heißt es. Ja, weiter Eisstrahl. Aber er hat den Donnerschlag. Okay, dann ist die KI doch ein bisschen random an der Stelle. Das ist natürlich blöd, aber Donnerschlag ist auf jeden Fall besser als Gigasauger, weil da kriegt der Gegner kein Step-Bonus drauf, regeneriert sich nicht. Und vielleicht überleben wir einen weiteren Donnerschlag. Ich glaube zwar nicht, aber wer weiß, wer weiß. Vor allem, ich bin total verwirrt, dass der Gegner mit seinem Kapaloris scheinbar schneller ist als wir mit unserem Yugong. Yugong ist doch gar nicht mal so langsam, oder? Das würde mich jetzt wundern. Vielleicht hätte ich die ganze Zeit Eissturm drücken müssen. Wobei Eissturm natürlich daneben gehen kann. Ich gehe weiter auf Eisstrahl. Ich glaube, einer sollte ausreichen. Bitte, bitte überlebe den Donnerschlag. Ansonsten sehe ich hier wirklich schwarz. Mit 8 KP. Nice. Und jetzt bitte nicht irgendwas Verrücktes, was ich übersehen habe. Yugong ist voll paralysiert, weil dieses Match komplett verhext ist. Ich hoffe nicht. Bitte reiche aus. Es sollte ausreichen, oder? Komm schon. Yugong, komm. Yugong. Ist es weg? Ja. Nice. Kein magischer Pixel, der unsichtbar ist. Valreiser, das ist okay. Das sollten wir auf jeden Fall mit unserem nicht Lashoking. Ja, Slowbro auf Deutsch, wieso fällt mir das nicht ein? Lamus, so heißt es. Eisstrahl wird wenig Schaden machen, aber ich glaube, mit Kopfnuss werden wir auch nicht so viel mehr machen. Was ist Kopfnuss überhaupt für ein Move? Das habe ich gar nicht auf dem Schirm. Ist das irgendwie mit Recoil oder irgendwas Verrücktes? Unser Angriff ist super gering. Ja. Er rammt den Gegner und lässt ihn eventuell zurückschrecken. Okay, das ist jetzt unsere Taktik. Wir machen minimalen Schaden mit der Kopfnuss, aber flinchen einfach ohne Ende. Go. Eine gute Taktik. Macht kaum Schaden, aber es funktioniert. Hexkampf ohne Ende. Der Gegner hat leider Überreste, das heißt, wir werden noch weniger Schaden mit der Kopfnuss machen, aber das ist leider das Beste, was ich machen kann. Ich meine, Eisstrahl wird noch weniger machen. Hagelsturm. Das ist okay, das stört mich jetzt nicht so sehr, muss ich sagen. Weil so kriege ich nochmal einen Angriff raus. Ich könnte natürlich probieren, den Gegner einzufrieren. Das wäre vielleicht was. Aber wie gesagt, ich glaube, der Eisstrahl wird negativen Schaden machen. Weil hat Valreiser auch Speckschicht? Ich glaube schon. Ich weiß nur nicht, ob das in dieser Generation war. Ich kann ja mal gucken, wie viel Schaden das macht. Vielleicht kriegen wir wirklich die Gefrierung. Dann ist alles gut. Dann haben wir gewonnen. Aber wieso ist dieser erste Kampf so schrecklich? Ich habe nicht mal gesehen, dass der KP-Balken sich bewegt hat. Ach, Gena. Das bringt mich jetzt in eine unangenehme Lage. Hat der Gegner irgendein Setup? Gibt es da irgendwas Ekliges, was er machen könnte? Das Problem ist, wenn ich jetzt rauswechsle, ich glaube, es macht nicht so viel Unterschied. Ich bleibe einfach mal drin, weil dann kann ich eben den Hagel mehr oder weniger ausdornen, sodass Lamus noch weniger Schaden bekommt. Der Gegner geht auf Gena. Hat predicted, dass ich hier rauswechsle. Aber nein, tue ich nicht. Was ist das für ein seltsames Set? Ist das irgendwie ein super Stall-lastiges Valreiser-Set mit Hagel, mit Gena, Überleben mit den Überresten? Was habe ich überhaupt für Angriffe auf Lamus? Das habe ich schon komplett vergessen. Ich weiß, dass Surfer mit dabei war und Regentanz, aber Regentanz würde mir, glaube ich, gar nichts bringen. Auch hier wieder Kopfnuss und Ice Heap, ich werde super wenig Schaden machen mit allem. Das ist bitter. Das ist super bitter. Das wird ein super langer Kampf sein, es tut mir leid. Unter Umständen soll ich das hier upspeeden, weil ich glaube, wir gewinnen das, weil Lamus gegen Valreiser gewinnen sollte, aber es wird einfach... wir machen mal einen kleinen Cut an dieser Stelle oder ein kleines Speed-Up. Es tut mir leid, ich habe das nicht so kommen gesehen, aber wir sehen uns gleich am Ende des Kampfes, egal wie es ausgeht. Bis gleich. Hallo, liebe Pokémon-Freunde. Ich hoffe, ihr habt nicht erwartet, dass es heute spannende Kämpfe gibt. Die gibt es nämlich auf keinen Fall. Das war der aller schlimmste Kampf, den ich jemals in meinem gesamten Leben hatte. Ich glaube, wir haben jetzt 12 Minuten gekämpft gegen die zwei Reiser. Es war einfach nicht zu gewinnen, vor allen Dingen schockierend. Der Gegner hat scheinbar unendlich viele PP, weil ich dachte, okay, ich kann den Hagel mehr oder weniger mit meinem
mit meinem Regentanz ausstallen. Ich weiß, Hagel hat glaube ich 10 pp und Regentanz nur 5, aber er hat deutlich mehr als 10 mal den Hagel rausgeholt. Das war die absolute Trauer. Es war einfach nicht zu gewinnen. Es tut mir leid, unsere Winstreak ist weg, nein. Aber okay, dann gehen wir einfach nochmal neu rein und hoffen einfach auf das Beste. Die KI sollte jetzt auch ein bisschen einfacher sein dadurch. Und das Ziel wird es sein, nicht 50er. 50er sind super langweilig. Noch langweiliger als das, was wir eben haben. Es tut mir wirklich leid. Ich wollte euch hier spannende Kämpfe bieten, aber dann kommt sowas. Aber man merkt schon, man muss wirklich beim Teambuilding so ein bisschen drauf achten, dass man nicht von irgendwie einer Taktik komplett zerstört wird. Also mehr Offensive ist auf jeden Fall Trumpf in diesem Modus, aber wir hatten auch in der 6er Auswahl nicht so viel, was wir hätten mitnehmen können. Das macht mich so ein bisschen traurig, aber ich hoffe einfach mal Daumen drücken, dass diesmal alles besser wird. Ein bisschen konzentrieren. Ja, Psycho. Okay, das heißt, wir bauen jetzt alles gegen Psycho, nur Unlicht-Pokémon. So, was haben wir? X-Bad. Ah, würde ich gerne nehmen, aber wenn wir schon wissen, dass der Gegner Psycho-Pokémon mit hat. Aber schauen wir uns mal den Bericht an. Kauziges Wesen, das ist schon mal schlecht. Finder zurückschrecken, ist mir egal. Offensive auch super gering. Alles unter 300 müssen wir gar nicht erst beachten. Matschbombe bis Erstauner und Kreideschrei. Wie ist die spezielle Offensive? 190, das ist nichts im Vergleich. Ja. X-Bad normalerweise ganz cool, aber in diesem Fall nicht ganz so. Hier, dasselbe Kokowai-Set wie gerade eben. Solarstrahl, Sonnentag, Synthese, Lichtschild. Ah, vielleicht diesmal eine Option, damit wir Wasser-Pokémon komplett zerstören. Und vor allen Dingen, wir haben eine Psycho-Resistenz. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Und Chlorophyll darf man nicht unterschätzen. Leider ist die Offensive auch hier unter 300, aber nur knapp unter 300. Das heißt, Kokowai potenziell diesmal ein Kandidat fürs Mitnehmen. Und Synthese ist immer cool. Da können wir uns unendlich oft gegenheilen. Was war das Item? Flinkklaue. Ah, wenn man schon Chlorophyll als Fähigkeit hat, braucht man die Flinkklaue nicht unbedingt. Erdbeben, Durchbruch, Konter und Lehmschelle. Fokusband, okay. Wie ist die Offensive? Ah, so lala, muss man sagen. Hat zwei Ohrabsorber, okay. Die Fähigkeiten sind halt immer gut und ein hartes Wesen. Na schön. Also Morlord vielleicht auch, hat sehr schöne Resistenzen. Ein schlechteres Sumpex, aber potenziell guter Kandidat. Donner, Regentanz, Donnerwelle, Anziehung. Also ein bisschen ähnlich wie das Kokowai-Set. Einmal Wettereffekt, der positiv mit dem obersten Angriff ist. Also Donner trifft im Regen immer. Ich hoffe, damals war es genauso. Aber sonst würden die hier nicht den Regentanz rausspielen. Das macht gar keinen Sinn. Magnet und spezieller Angriff über 300, ganz knapp, aber immerhin. Statik paralysiert bei Berührung, Wesen locker. Okay. Oh. 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 Wassertempo schon mal gut, Wesen ruhig. Das ist das, was mir so ein bisschen Sorgen bereitet. Wenn der spezielle Angriff auch ungefähr bei 300 wäre, das wäre perfekt, weil die Coverage ist super gut. Surfer, Regentanz, Donnerschlag, Feuerschlag. Echt nice. Nicht verwirren lassen, Donnerschlag und Feuerschlag sind auch spezielle Angriffe. Könnt ihr auch unten rechts im Overlay sehen, was speziell ist und was physisch. Und Elektro- und Feuerattacken sind immer speziell, auch wenn da Schlag dran steht. Kapalore ist auch ein gutes Pokémon auf jeden Fall. Altaria, Drachenklaue, Aioras, Heilung und Body Slam. Heilung war, genau, Paralyse und Vergiftung. Und Verbrennung, also, ja, Statuseffekte fast. Amrena-Beere, habe ich schon vergessen, was macht. Ich glaube, Paralyse heilen, haben wir schon im letzten Kampf gesehen. Aber hier, die offensive Gewalt wieder super gering. Und sanftes Wesen bringt uns alles nichts. Ich würde sagen, wir nehmen Kapaloris mit, weil es cool ist. Und ich glaube, damit können wir relativ viel in diesem Modus machen. Kokowai würde ich einfach auch sagen, auch wenn das so ein bisschen kollidiert mit dem Wettereffekt. Ach, machen wir es einfach. Morlord. Aber wir machen es anders. Entfernen. Wir nehmen Kokowai als erstes mit. Dann nehmen wir Kapaloris mit. Das letzte Pokémon, ich glaube, Morlord ist cool. Ich glaube wirklich. Auch wenn hier der Angriff nicht ganz so hoch ist, aber Erdbeben, Durchbruch und Lehmstelle. Was war Lehmstelle nochmal? Genauigkeit sinkt, ja, okay, das ist fast irrelevant. Fokusband ist auch ein bisschen irrelevant, aber eine Wasserimmunität ist halt cool und eine Elektroimmunität ist genauso cool. Machen wir es einfach und hoffen auf das Beste. Bitte, bitte Spiel, ärger mich nicht wie gerade eben. Also wirklich, der Kampf war die absolute Trauer. Tränen sind runtergeflossen im Kampf gegen das Valreiser. Das war richtig schlimm. Es stallt, es hat durch Hagel gewonnen. Gebt euch das mal. Durch Hagel gewinnen, weil er holt den Hagel raus unendlich oft. Ich habe probiert, mit dem Regentanz gegenzuhauen, aber es ging einfach viel seltener, weil der einfach unendlich viele PP hat. Dann geht er auf Schutzschild, dann geht er auf Gena und so weiter und so fort. Er hat ein paar Mal Blizzard eingesetzt, was dann im Hagel getroffen hat. Aber das war richtig traurig. Also, ach, schreckliches Design, liebe Leute, die hier die Kampffabrik gemacht haben. Wieso kommt das als erster Gegner? Das darf nicht der Auftakt sein. Das nimmt mir eklige Lust. Aber hier habe ich ein gutes Gefühl.
Durchbruch. Ach, kein Problem. Man merkt schon, glaube ich, dass die KI wieder so ein bisschen runtergesenkt ist, dadurch, dass wir die Winstreak verloren haben. Aber ich gebe mein Bestes. Ihr scheint ja dieses Projekt zu mögen. Das heißt, wir werden früher oder später hoffentlich zur absoluten Kampfkoryphäe in der Kampffabrik. Vielleicht machen wir auch noch die anderen Bereiche unsicher von der Kampfzone, heißt es, glaube ich, auf Deutsch. So, Solarstrahl, go! Alles zerstören, bitte. Und mit dem Chlorophyll sind wir jetzt noch doppelt so schnell. Das heißt, alles wird hier outgespeedet und hoffentlich one-hit-KO'd. Weil Solarstrahl ein cooler Angriff ist und wie kriegt Zed drauf? Na, es reicht ganz knapp nicht. Ah. Aber okay, der Gegner geht weiter auf Durchbruch. Das heißt, wir haben jetzt mehr oder weniger easy going, glaube ich. Oder der Gegner hat einfach gar nichts. Hat nur Durchbruch. Einziger Angriff im Set. Das klassische Lasho King Set von der Smaragd-Edition. Wer kennt's nicht? Überreste Durchbruch. Durchbruch ist tatsächlich ein... ich überlege, ob ich auf das Lichtschild gehe. Nee, komm. Wir machen das Lasho King weg, weil ich glaube... Ich sag jetzt, wir müssen uns nicht anstrengen, weil die KI wahrscheinlich nicht ganz so clever ist, aber dann kommt wieder irgendeine Situation, die absolut schrecklich ist und ich will hier nichts aus der Hand geben. Ursaring. Der Gegner ist spezialisiert auf Psycho-Pokémon, weil er seinen Durchbruch Lasho King mit dabei hat. Okay. Ja, aber ich würde sagen, wir bleiben weiter drauf. Alter, der Gegner ist schneller? In welchem Universum? Und wieso hat er Aeoras mit dabei? Verrückt. Wahrscheinlich hat er eine Flinkklaue. Ich bin nicht sicher, ob in dieser Generation schon angezeigt worden ist, wenn Flinkklauen triggern. Das in der aktuellen wird immer so eine Textbox eingeblendet von wegen... Ja, Moment. Sonnenlicht, bleibt das draußen? Ja, okay, bleibt draußen. Es bleibt nur für 5 Runden draußen, oder? Wie viele Runden haben wir schon? Eine Runde, ein Angriff, 3 Runden. Okay, eine Runde haben wir noch von der Sonne. Das heißt, einmal können wir noch angreifen. Okay, es war scheinbar Flinkklaue. Aktuell wird das ja immer angezeigt, wenn Flinkklaue triggert, dann kommt die Textbox von wegen, oh, die Flinkklaue von Pokémon XY hat sich aktiviert und das kann als erstes agieren. Aber hier war es scheinbar nicht so. Also, ich glaube, daran erinnere ich mich noch. Deswegen gab es immer so große Überraschungsmomente, wo die Initiative einfach nicht stimmen konnte und jeder war verwirrt. Was passiert? Natürlich, es war die Flinkklaue. Werde ich das Xatu so besiegen? Habe ich überhaupt andere Wahl? Ich gehe mal auf Synthese, in Hoffnung, dass wir... Oh, wir sind schneller? Ist die Sonne noch draußen? Habe ich das verpasst? Oder bleibt die Sonne einfach für immer draußen? Nee, sonst hätte ich mich mehr geheilt. Weil in der Sonne heilt man sich natürlich mit der Synthese ein bisschen mehr. Mehr als 50%, ich glaube 75% tatsächlich. Nachtnebel macht gar nicht mal so viel Schaden. Das heißt, wir gehen nochmal auf den Sonntag und... Oh, jetzt kommt der Bohrschnabel. Jetzt ist der Gegner doch schneller? Ich bin verwirrt. Bitte überlebe. Ganz knapp überlebt. Sehr schön, sehr schön. Außer der Gegner hat auch hier die Flinkklaue. Das wäre natürlich verrückt. Hoffentlich nicht. Wir werden jetzt natürlich auch nicht so viel Schaden mit dem Solarstrahl machen. Wobei, wir können uns einmal nochmal regenerieren, weil ich will, wie gesagt, ich will hier super safe spielen, damit das hier gut ausgeht. Einmal Synthese. Super gute Heilung. Und hoffentlich greift der Gegner nicht nochmal mit dem Bohrschnabel an. War das Bohrschnabel? Ich glaube schon. Nachtnebel. Perfekt. Das heißt, wir haben potenziell 2 freie Angriffe jetzt frei. 2 freie Angriffe frei. Gebt euch da dieses linguistische Meisterwerk, das ich hier konstruiert habe. Aber ich bin wirklich körperlich, hat mir der letzte Kampf wehgetan. Bin ich ganz ehrlich, das war eine absolute Katastrophe. Aber das hier läuft schon besser. Nur ein Pokémon draußen, mehr brauchen wir nicht. Wobei jetzt das Kokoweil sicher untergehen wird. Aber ich glaube, gegen Morlord wird Xatu auch nicht so viel machen. Potenziell auch nicht gegen unser Kapaloris. Einen Angriff könnten wir vielleicht tanken. Mal schauen. Und mit dem Donnerhieb oder Donnerschlag? Ich vergesse immer, wie die Elektro-Faustangriffe heißen. Gleißendes Sonnenlicht. Das ist mir egal. Donnerschlag, go! Bohrschnabel, bitte überlebe. Komm, es ist nur ein Xatu. Kannst du nicht erzählen, Kapalos, dass dir das so sehr wehtut. Okay, das ist okay. Das habe ich ungefähr so erwartet. Donnerschlag könnte potenziell ausreichen. Wie gesagt, ist ein spezieller Angriff und unsere spezielle Offensive ist gar nicht mal so übel. Natürlich hätte besser sein können mit einem mäßigen Wesen, aber das haben wir leider nicht bekommen. Trotzdem holen wir uns hier den Sieg ab. Endlich. Ein bisschen Genugtuung an der Stelle. Die Frage ist, wechseln wir eins unserer Pokémon aus? Da bin ich mir momentan so ein bisschen unsicher. Ich würde am liebsten entweder Kokowai oder Kapaloris rauswechseln, weil 2 Pflanzen-Pokémon könnte ein bisschen ärgerlich sein. Hatten wir ja gerade so ein bisschen das Problem. Ja. Keine Vorlieben, das ist okay. Ich glaube, ich werde ein Pokémon rauswechseln, aber ich weiß noch nicht gegen was. Also Kokowai ist es, glaube ich, weil es eben nur einen Angriff hat. Es ist relativ einseitig. Mal gucken, was hat der Gegner nochmal mit dabei? Ein Lasho King. Ein Wasser-Pokémon wäre vielleicht, wobei dann haben wir 2 Elektro... Ja, nicht richtig schwächen, muss man sagen. Ursaring könnte ich mir vorstellen, das bringt ein bisschen mehr Offensive in unser Team, hoffentlich.
Wir kennen natürlich nicht das Wesen und wir haben, glaube ich, so viel gar nicht davon gesehen. Nur das Aeroass, aber das ist okay. Und wir haben einen neuen Lead, das heißt, wir können es direkt in Aktion sehen. Ihr Hobby ist einkaufen. Ha, diese Frauen damals hatten nur eins im Kopf, einkaufen. Was ist das? Eine Schirmdame, Sylvia. Mein Job ist es, einen Schirm zu tragen. Ich bin Sylvia. Ein Kagama, also hier, der Kampf der normalen Pokémon. Mama Kangama gegen Mama Ursaring. Erstmal checken, was Ursaring so alles drauf hat. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Sanftes Wesen. Wo sind meine harten Wesen? Steigert Angriff bei Leiden. Okay, das heißt, wir müssen gucken, dass wir irgendwie verbrannt werden oder was auch immer. Flinkklaue. Interessant. Angriff über 300. Das wollte ich sehen. Megakick. Knirscher. Aeroass und Konter. Das ist ein bisschen blöd, weil Knirscher ist natürlich eine spezielle Attacke. Das heißt, so viel Schaden werden wir damit nicht machen. Flug ist physisch, das heißt, das ist gut. Megakick trifft super selten, aber ist ein extrem heftiger Tritt. Merkt euch das. Das ist eine gute Beschreibung. Will ich direkt auf den Megakick gehen? Macht, glaube ich, am meisten Sinn. Oder ein Konter wäre auch ganz gut, weil wir einen Angriff, glaube ich, überleben sollten. Wobei ich natürlich nicht weiß, was Kangama macht in dieser Generation. Also, ob ich jetzt einen Mogelhieb zu erwarten habe, Setup oder... ich gehe auf den Megakick und hoffe auf das Beste. Irrschlag. Oh Gott, ist das ein normaler Angriff, oder? Aber der verwirrt immer? Wie viel Schaden macht der? Er verwirrt nicht immer. Aber das ist trotzdem mehr Schaden als erwartet. Das sollte aber noch mehr Schaden machen. Das ist guter Schaden, aber ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft. Will ich hier auf den Konter gehen? Ja, wobei Aeoras reicht in jedem Fall. Oh, Durchbruch wird mich, glaube ich, besiegen. Ja, definitiv. Wenn schon hier der Irrschlag, ich glaube, das ist eine Base-60er-Attacke. Ich habe einfach gehofft, dass der Gegner nichts Besseres hat. Kapaloris oder Morlord? Kapaloris oder Morlord? Ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit, hier mit Kapaloris den Regentanz rauszuholen, dann alles im gegnerischen Team aufzuspeeden und dann hoffentlich den Sieg einzuheimsen. Und ich glaube nicht, dass der Gegner uns mit einem Angriff hier rausnehmen kann, deswegen Regentanz, go! Mogelhieb. Nice, KI! Du weißt, wie es läuft. Ein bisschen Genugtuung für den letzten Kampf, aber ist auch ein bisschen traurig, weil ich habe gehofft, dass jetzt ein paar härtere Gegner kommen, aber dann kommen wir manchmal in Situationen, wo es einfach super traurig ist. Kann man nichts machen. Wir surfen hier einfach. Ja, einfach weiter Mogelhieb, aber der Gegner hat schon erkannt, keine andere Chance ist hier ihm gegeben. Das heißt, jetzt einfach hoffen, dass der Gegner nicht... was ist jetzt ein totaler Stopp gegen Kapaloris? So viel gibt es gar nicht. Irgendwas, was sofort einen Wettereffekt rausholt. Ah, wobei... Dodri könnte potenziell einen Donnerhieb tanken und dann mit... Was ist die stärkste Flugattacke damals? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber wir bleiben auf jeden Fall drin, weil so eine... Der Gegner schnell... Auf jeden Fall Flinkklaue. Jedes Pokémon hat hier Flinkklaue. Ich kann mir nicht vorstellen. Haben wir... Doch, wir haben Wassertempo. Das andere wäre... Alter, das macht richtig viel Schaden. Die andere Fähigkeit von Kapaloris ist, glaube ich... heißt das Regengenuss? Oh, ganz knapp. Das heißt, wir hoffen einfach mal, dass der Gegner nicht nochmal von der Flinkklaue profitiert. Flinkklaue hat doch nur eine 10%ige Chance zu triggern. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es fast immer passiert. So oft, wie es passiert. Ich weiß nicht, was los ist. Ich weiß nicht, wieso das Jodri schneller ist. Aber überlebt, okay. Mehr wollte ich nicht. Also entweder Dodri wirklich die Flinkklaue oder ich rechne komplett falsch oder wir haben eine andere Fähigkeit, als ich erwarte. Aber ansonsten hätte ich hier Regengenuss. Das heißt, nicht Sägesang würde mich heilen, sondern der Regengenuss, was offensichtlich nicht passiert. X-Bird kommt rein. Wenn ich jetzt schneller bin als X-Bird, dann ist die ganze Welt verrückt. Wenn das Dodri uns outspeedet, aber X-Bird nicht. Mache ich mit Donnerschlag überhaupt mehr Schaden als mit Surfer? Ich glaube, mit Surfer mache ich mehr, weil Surfer plus Regen, also ich hätte... Ich weiß nicht, was los ist. Kapaloris, hast du einfach den schlechtesten Initiativwert im Universum? Oder haben wir einfach kein Wassertempo? Ich muss das gleich nachgucken. Nachher haben wir irgendwie was super Schlechtes. Haben wir überhaupt noch einen Zug Regen? Es hat aufgehört zu regnen. Das heißt, jetzt ist es sowieso irrelevant. Wäre lustig, wenn ich jetzt outspeed, aus irgendwelchen Gründen. Weil Bizarro-Raum draußen ist, den es damals nicht gab. Doch, steigert Initiative bei Regen. Was ist da los? Wieso outspeeden alle gegnerischen Pokémon des Kapaloris? Ich weiß nicht, das Spiel will mich heute einfach nutzen, glaube ich. Biss. Tanken wir vielleicht? Wir tanken's! Nice! Biss ist ein richtig schlechter Angriff. Gerade für X-Bird. Ist ein spezieller Angriff. Nicht mal Stab. Alles gut. Ah, nochmal durchgekommen. Aber wir hatten auch ein bisschen... ich will nicht sagen, dass wir Glück hatten, weil wir hatten eigentlich super viel Pech für den Fall, dass der Gegner wirklich Flinkklauen auf jeden Pokémon hat. Nice. Schirmdame Sylvia.
Ich lasse mich nicht von dir natzen. Nicht nochmal. So, wechseln wir hier ein Pokémon aus. Ah, das Dodri war schon ganz cool, muss ich sagen. Aber Ursaring... ja, schwer zu sagen. Ich glaube, Ursaring kann ich mir noch ganz gut vorstellen. Für den Fall, dass irgendwelche Statusveränderungen kommen, sein Kampfstil ausdauernd. Das heißt, ein super defensiver Typ. Wechseln wir mal vielleicht das Morlord, auch wenn wir es noch gar nicht gesehen haben, aber ich glaube, dass es potenziell auch zu passiv sein könnte. Und gleich brauchen wir es auf jeden Fall, weil wir eine Elektroimmunität brauchen. Das ist das Problem, ich brauche eigentlich eine Elektroimmunität. Das wäre super praktisch, weil Elektro-Pokémon hier schnell sind und gefährlich. Deswegen, wir machen einfach weiter und hoffen, dass der nächste Gegner vielleicht irgendwas hat, was wir haben wollen, weil Dodri wäre das einzige Pokémon gewesen, was ich von der lieben Silvia übernommen hätte, aber ansonsten weiß ich da auch nicht. Ein dritter Gegner. Das heißt, wir müssen so ein bisschen Tempo geben, dass wir hier auf 7 Kämpfe kommen. Galoppa, okay. Gut, dass wir unser Morlord noch mit dabei haben. Ansonsten könnte Galoppa vielleicht gefährlich sein. Der hat gesagt, andauernder Kampfstil? Was ist an Galoppa ausdauernd oder andauernd? Keine Ahnung. Das wirkte sehr defensiv. Galoppa ist auf jeden Fall nicht defensiv. Wir wechseln einfach mal, weil ich glaube, mit Ursaring werde ich nicht so unendlich weit kommen. Außer der Gegner geht jetzt aufs Örlich, das wäre super. Doppelkick, gut. Gut, dass wir rausgewechselt sind. Das hätte... ah, ich glaube, Ursaring wäre daran nicht gestorben, aber auf jeden Fall wäre Galoppa schneller gewesen und zweimal hätten wir auf jeden Fall nicht den Doppelkick überlebt. Und hier können wir aufs Erdbeben gehen. Gegner geht auf Schutzschild. Clever, mein Freund, clever. Was für ein Item hatten wir nochmal auf Morlord? War da auch die Flinkklaue drauf? Ist heute Flinkklauen-Day? Kann das sein? Nochmal kurz checken. Das Fokusband, das heißt potenziell... für die Leute, die nicht wissen, was das Fokusband macht, ist im Grunde wie ein Fokusgurt, nur dass es zufällig triggert, aber dafür auch öfter. Also es hat eine 10%ige Chance zu triggern. Das heißt, wenn wir super viel Glück haben, werden wir einfach für immer überleben. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht triggert es auch niemals, so wie die Flinkklaue, aber... oh, das ist ein One-Hit. Das ist schön. Das freut mich. Aber wir haben auch ein hartes Wesen, das darf man nicht vergessen. Ist kein normales, defensives Morlord, was man normalerweise aus dem Competitive kennt, sondern... ah, Morlord, du bist so gut. Du bist so gut heute. Und ich habe drüber nachgedacht, ob ich Morlord raustue. Nein. Morlord ist der King. Doppelteam. Das ist kein King. Ah, ist das dieser ausdauernde Kampfstil, der mir gesagt worden ist? Aber es ist egal. Morlord ist das sogar... guckt euch die kleinen Augen von Morlord an. Das ist nur, weil er sich super konzentriert. Er hat genau gesehen, das ist das richtige Raichu. Doppelteam, egal. Es sieht nicht so clever aus, aber es ist einfach voll im Fokus. Deswegen auch das Fokusband. Morlord erkennt alles. Hat zwei Urabsorber, müssen wir dran denken, wenn wir gleich Kapaloris reinholen, aber Durchbruch sollte guten Schaden machen. Oder vielleicht Counter. Ich glaube, Porygon greift am liebsten mit Triplette an, aber das kann ich nicht wissen, keine Ahnung. Ich gehe, okay, Aeros, das heißt, ich könnte auf Counter gehen, weil es ein physisches Porygon ist. Bevor irgendwas anderes gekommen wäre, deswegen gehe ich lieber auf den Durchbruch, der sicheren Schaden macht, der auch ein Two-Hit ist. Welches Item? Okay, Überreste. Oder kommt jetzt irgendeine Überraschung? Überreste. Ah, vielleicht war das eine Roll, dass wir mit dem Durchbruch... ich gehe mal auf den Counter. Mal gucken, vielleicht reicht das. Spukball. Das ist okay, ist ein physischer Move. Darf man nicht vergessen? Geisterattacken sind physisch, hoffentlich... okay, wir überleben. Das ist nämlich das Seltsame. Der Spukball ist ein physischer Angriff, aber er senkt die spezielle Verteidigung, was super wenig Sinn macht. Also man profitiert kaum davon. Alter, Porygon überlebt das. Mit einem Durchbruch hätten wir mehr Schaden gemacht als das, aber okay. Wahrscheinlich habe ich mir da so ein bisschen zu viel erhofft. Vielleicht haben wir Glück und unser Fokusband. Nein, der Gegner stallt jetzt ein bisschen. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber mit dem Durchbruch machen wir ungefähr 50%. Insofern gewinnt der Gegner gar nicht mal so viel, außer ein paar Züge mit den Überresten. Aber wie gesagt, ich glaube, so viel Unterschied macht das tatsächlich nicht. Und wir haben die Chance, wie gesagt, noch einen Angriff zu überleben mit dem Fokusband. 10% Chance. Wir haben schon verrücktere Sachen heute gesehen, insofern glaubt einfach dran. Hebt die Hände. Das überleben wir nicht. Glaube ich jedenfalls. Außer, das war gerade auch eine super gute Roll. Aber der Gegner ist super low und wir können mit Ursaring, glaube ich, outspeeden. Also ich will nicht sagen. Ich wurde schon so oft von diesem Spiel genutzt. Vielleicht hat das Porygon eine geheime Flinkklaue irgendwo. Am anderen Ende der Stadt. Suishumaru hebt seine Hände für dieses Porygon, damit es überlebt. Nee, ich muss auf Eoras gehen. Knirscher ist ja speziell und Mega Kick könnte daneben gehen. Porygon ist schneller. Wieso? Boah, ist Ursaring nicht doch super langsam? Hatte ich das irgendwie falsch interpretiert? Das macht super viel Schaden. Das sollte ausreichen, oder?
Das reicht nicht aus. Was ist das für ein Leben? Was ist das für ein Leben, sage ich euch. Müssen wir gleich wirklich Kapaloris reinwechseln. Wie langsam bist du bitte, Ursaring? Habe ich das komplett falsch interpretiert? Initiative 121 ist nichts. Das ist traurig. Wahrscheinlich habe ich immer im Kopf diese superschnellen Ursaring-Sets, weil die diese Fähigkeit haben. Wie heißt das? Ich weiß es nicht mehr, wo die Initiative verdoppelt wird, wenn man eine Statusveränderung hat. Das ist blöd. Das ist alles blöd. Das ist alles blöd, sage ich euch. Es wird auf jeden Fall Genesung kommen. Die rieche ich bis hierhin. Ich hoffe, sie kommt nicht. Sie kommt natürlich. Aber okay, ich hätte auch keine andere Wahl gehabt. Haben Megakick wäre eine Option gewesen. Aber Megakick wird auf jeden Fall daneben gehen. Ich rieche das schon. Wieso komme ich immer in diese stalligen Angelegenheiten? Das will ich nicht. Oh, das war ein Crit. Oh, das war ein wundervoller Crit. Mmh, lecker Schmecker. Lecker, lecker, lecker. Jetzt hoffen. Ich muss nochmal nachgucken. Tut mir leid, dass wir so oft in dieses Menü reingehen. Das Item war die Flinkklaue. Bitte, bitte. Wenn du irgendwann mal Flinkklauen triggern wolltest, dann bitte jetzt. Ah! Bitte nochmal ein Crit. Ich brauche mehr Offensive. Das Spiel bietet mir einfach keine Offensive. Ich glaube, ich werde gleich das Galopper reinholen. Das wirkte offensiv irgendwie. Ah, leider kein Crit. Ich werde gleich auf den Megakick gehen und auf das Beste hoffen. Und dann auf jeden Fall auch noch hoffen, dass ich mit dem Kapaloris irgendwie durchkomme. Ah, jetzt kommt natürlich das Aeoras. Überleben wir das? Ja, sehr gut. Treffen? Wir treffen. Uiuiui. Habe ich tatsächlich ein ganz kleines bisschen Glück in diesem Spiel. Und es reicht sogar aus. Das hätte ich nicht gedacht. Aber okay, nehme ich an. Eika? Wie? Hieß die wirklich Eika? Nicht Eike? Ich bin verwirrt. Okay, sieht nicht aus wie ein Kerl, aber Eika habe ich auch noch nie gehört. Außer mit A. Das war ein super toller Anime damals. Mein junges Ich war da immer so ein bisschen, bisschen errötet, weil es so ein leichter Ichi-Anime war, der im Fernsehen lief. Agent Eika, großartig. Tauschen, ja. Morlord, ich glaube an Morlord, aber an Ursaring glaube ich nicht mehr. Jetzt, wo ich realisiert habe, wie super langsam es ist. Deswegen Galopper, Reitschuh. Ein Elektro-Pokémon wäre, glaube ich, ganz cool, aber ich glaube, Reitschuh-Sets sind super crappy in diesem Modus gewesen. Galopper, komm, wir machen Galopper. Denn wir können Wasserattacken mit dem Morlord gut abfangen und Bodenattacken ziemlich gut mit unserem Kapaloris. Das heißt, wir haben so ein bisschen Synergie. Mal gucken, was hier der Wanderer, ist das ein Wanderer? Wir werden sehen. Wanderer Rick. Rick, was machst du hier? Du musst Zombies bekämpfen. Aber leider Milotic nicht so das beste Matchup. Ah, ich habe ja gerade gesagt, wir haben guten Switcher in Wasser-Pokémon und zwar unser Morlord. Und dann hoffen wir einfach mal, dass Milotic sonst gar nichts drauf hat. Ich sehe schon, Gena wird kommen oder so weiter. Genesung, oh, der Gegner wollte scouten, was wir so alles drauf haben. Ob wir eine Elektroattacke haben, aber ja, egal. Hydropumpe, easy. Der Gegner wollte scouten, ob wir den H2O-Absorber als Fähigkeit haben. Oder er drückt einfach irgendwelche Moves, weil er nicht weiter weiß. Das macht mehr Schaden als erwartet. Ich glaube, ich muss wirklich irgendwie drauf klarkommen, dass Morlord hier ein bisschen offensiver ist. Aber ja, ich glaube, der Gegner hat keine Option. Wir haben Genesung gesehen, wir haben Hydropumpe gesehen. Was könnte Milotic noch haben? Ich glaube, eine Eisattacke wäre gar nicht mal so unwahrscheinlich. Vielleicht sehen wir die ja. Ah, Genesung. Der Gegner wird stallen. Das nervt. Das nervt tierisch. Aber ich glaube, das ist trotzdem das Beste, was wir jetzt machen können. Weiter aufs Erdbeben gehen und hoffen, dass wir vielleicht irgendwann critten. Oder die beste Roll im Universum haben. Oder der Gegner irgendwann dumm ist und einfach, weiß ich nicht, drückt. Nicht Genesung, Hydropumpe, das willst du drücken. Milotic, es ist heute wirklich der Fluch drin. Die schlimmsten Kämpfe überhaupt. Die langsamsten und langweiligsten Kämpfe überhaupt. Aber das ist, glaube ich, auch eine gute Gelegenheit, hier ein bisschen off-topic zu reden. Für die Leute, die sich fragen, wann wird es wieder Wi-Fi-Kämpfe geben? Nächste Woche. Ich habe ja gesagt, ich bin so ein bisschen im Urlaub, um ein paar Sachen zu klären. Oh, da sehen wir einen anderen Angriff. Unfassbar. Können wir vom Eissturm eingefroren werden? Ich glaube nicht. Nur die Alter, das macht guten Schaden. War aber auch ein Volltreffer. Okay, so, gut. Ich war kurz verwirrt, was gerade passiert. Zu viele Animationen, die ich nicht deuten konnte. Wi-Fi-Kämpfe. Nächste Woche geht's nochmal weiter. Ich habe, wie gesagt, eine kleine Auszeit gebraucht, um kreativ ein bisschen klar zu kommen. Und eigentlich das, was wir zwischendurch gemacht haben, kam ziemlich gut an. Also ich habe letztens ein paar Screenfuns durchgelesen, beziehungsweise einen Screenfun mit Kamera durchgelesen, was ganz nett war. Viele Leute haben es nicht gesehen, aber die Leute, die es gesehen haben, die haben sich sehr, sehr erfrischt gefühlt, ein bisschen nostalgisch. Die nostalgischen Rezeptoren wurden angezogen. Genau dasselbe hier mit diesem Projekt. Ich glaube, viele Leute mögen es einfach, weil das einfach ein Teil ihrer Kindheit ist. Waren wir gerade schneller als das Turnupto? Habe ich das richtig gesehen? Flinkklaue. Bestes Item. Ist Flinkklaue eigentlich gebannt in den Smogon-Regeln? Ich glaube nicht. Vielleicht sollte man anfangen, damit zu spielen. Einfach
Full Flinklauen-Team und der Gegner wird einfach nicht wissen, was los ist. Keine Ahnung. Überall Wahlschall? Nein, aber die Pokémon wechseln ihre Attacken. Ich weiß nicht, was los ist. Rosanna. Das ist okay, wir bleiben einfach drin. Hoffen auf das Beste. Ah, ich hätte nicht auf Durchbruch gehen können. Ich habe irgendwie Eis-Pokémon im Kopf gehabt, dachte, okay, ich gehe einfach auf den Durchbruch, aber das hätte weniger Schaden gemacht als das Erdbeben. Wir sind leider eingeschlafen, was ein bisschen nervt, aber so schlimm ist das, glaube ich, gar nicht. Wollen wir rauswechseln, um das Ganze zu beschleunigen? Ich glaube, ich mache das einfach mal, weil Rosanna sollte nicht super viel gegen Galoppa machen können, hoffentlich. Und vor allen Dingen, ich sollte vielleicht darauf achten, welches Galoppa-Set wir hier vor uns haben. Eisstrahl, easy. Bitte, bitte keine Gefrierung. Wir haben schon genug Bullshit heute erlebt. Alter, das macht... Was ist das für ein Schaden? Das ist nicht sehr effektiv. Was ist das für ein Schaden? Ich wollte schon sagen, hat das irgendwas mit dem Wettereffekt zu tun? Machen Eisattacken mehr Schaden im Sonnenlicht? Aber das macht keinen Sinn. Wie fragil ist Galoppa bitte? Speziell Verteidigung, wie hoch? 171, das ist natürlich nicht viel, aber trotzdem. Feuerfänger, okay, ruhiges Wesen. Ah. Angriff, spezieller Angriff, wobei spezieller Angriff wichtig ist, weil wir mit Feuerattacken speziell natürlich angreifen. Und wir haben hier die Holzkohlers als Item, das heißt, unser Angriff steigt nochmal ein bisschen mehr, wenn wir Feuerattacken einsetzen. Und vor allen Dingen, nicht vergessen, die Sonne strahlt, das heißt, wir sollten hier mit dem Flammenwurf 100%ig in One-Hits landen. Die Frage ist, sind wir schneller als Rosanna? Wir müssen es einfach riskieren. Wir sind schneller, nice, das heißt, wir konnten hier das Rosanna auch besiegen. Galoppa ist, glaube ich, ein ganz gutes Pokémon tatsächlich. Vielleicht, wer weiß. Aber ich glaube, momentan in der Komposition, die wir haben, funktioniert alles relativ gut. Ich wünschte, ich hätte nur ein bisschen mehr Offensive, also richtig gute Offensive, sowas wie Mahomai oder Hariyama wieder. Das wäre ganz gut. Aber nun gut, wollen wir die Pokémon wechseln? Ich glaube, ich will das, einfach nur, dass wir ein bisschen mehr Abwechslung haben. Die Frage ist, will ich Galoppa rauswechseln, Kapaloris oder Morlord? Morlord hat halt super gute Dienste bisher geleistet. Hat der Gegner ein Boden-Pokémon mitgehabt? Ah, ich weiß nicht, ich muss nochmal gucken. Ich nehme jetzt einfach Morlord als erstes und gucke, was der Gegner nochmal hatte. Milotic, Tornupto und Rosanna. Milotic will ich nicht haben, weil sonst Elektro-Pokémon zu gefährlich sein können. Rosanna, die sind aber alle nicht so gut. Das Problem ist, ich weiß, dass Tornupto auch nicht ganz so gut ist in diesem Modus. Deswegen lassen wir es einfach mal so, damit wir auf jeden Fall durchkommen. Und vielleicht hat dieser Gegner ja irgendwas, was wir gerne uns schnappen wollen. Ansonsten, was gibt es zu berichten? Meine absolute Freude, hier mit der Original-Hardware und mit dem Original-Controller zu spielen, beziehungsweise mit dem Game Boy Advance SP, kann man ja an den GameCube hängen. Ich weiß gar nicht, ob ich das in dieser Folge erwähnt habe. Es ist schon... Dieser eine Kampf gegen das Valreise hat meine komplette Erinnerung weggeworfen von dem, was ich in der Anmoderation gesagt habe und alles, was davor war. Alles vergessen. Ich weiß nur, Valreise war da und dann kompletter Blackout von mir. Akani, Bedroher, okay. Kann ich hier drin bleiben? Ich scoute mal, was der Gegner so vorhat. Super kompetitiv. Body Slam, okay. Body Slam sollte nicht ganz so schlimm sein. Wollen wir hier irgendwas anderes reinwechseln? Das Problem ist, ich werde mit meinen Attacken nicht so viel machen können, weil die zwei sind physisch. Flammenwurf wäre natürlich hier okay, aber der Gegner resistiert leider. Wir gehen auf Morlord. Das sollte okay sein. Morlord ist so gut. Bodenwasser, das war damals der Shit. Deswegen war auch Sumpex super stark in fast jedem Team mit dabei. Und auch hier in diesem Modus kann ich mich irgendwie daran erinnern, dass ich Sumpex... Alter, okay, das war ein Crit. Wieso macht das so viel Schaden? Alles macht so viel Schaden. Aber das ist okay. Wir sollten mit Erdbeben hier den One-Hit landen. Vielleicht. Knirscher sollte weniger Schaden machen. Okay, alles gut. Leider sind wir in einer Range, wo der nächste Flammenwurf potenziell uns besiegen könnte. Wobei, wir dürfen nicht vergessen, dass Volltreffer damals den doppelten Schaden gemacht haben und nicht den 50% mehr Schaden. Das heißt, deswegen ist es hier wahrscheinlich so krass hochgegangen. War der Flammenwurf ein Crit? Ich bin nicht sicher. Würde erklären, wieso das so viel war. Aber Flamara, das ist auch gut. Morlord, einfach der absolute Star dieses Parts. Ein Traum, ein Träumchen. Aber leider geht das Erdbeben daneben. Wie kann es daneben gehen? Die ganze Erde bebt. Da muss man nicht zielen. Weiter geht's, komm. Morlord, du fokussierst dich mit deinen kleinen Augen. Je kleiner die Augen sind, desto besser kann man sehen. Das ist Physik. Deswegen sind auch Kameras, wo die Linse sich super, super klein ziehen kann. Also die Blende, wenn die super gering ist, dann ist alles auch super scharf.
Xatros, letztes Pokémon. Haben wir das heute schon gesehen? Wie gesagt, ich glaube schon, aber ich habe es schon verdrängt. Leider haben wir nichts, was hier guten Schaden machen sollte. Da das letzte Pokémon ist, wir gehen einfach mal auf Counter und hoffen, dass der Gegner mit irgendwas Physischem angreift. Ist Nachtnebel ein Angriff, den man countern kann? Ich glaube nicht. Ich bin nicht sicher. Wenn, dann ist es auf jeden Fall ein Physischer. Aber es klappt nicht. Habe ich schon irgendwie gedacht, weil ich glaube, Nachtnebel, das ist ein super spezieller Fall. Es ist ein Angriff, also es wird als Angriffsmove deklariert. Es ist auch ein physischer Angriff, dadurch, dass es ein Geisterangriff ist. Aber dadurch, dass es eben einen festen KP-Wert wegnimmt, kann man es nicht countern irgendwie. Keine Ahnung. Wir gehen in Galoppa und hoffentlich machen wir mit dem Flammenwurf guten Schaden. Ansonsten sollten wir, glaube ich, auch mit Kapaloris ganz gut durchkommen. Flammenwurf, go! Weil einen Angriff von Xatu werden wir definitiv überleben. Und ich glaube, ich werde Galoppa im nächsten Kampf gegen Arcani austauschen. Das kann ich mir gut vorstellen. Wunschtraum. Uiuiui. Hat der Gegner jetzt noch Schutzschild? Das wäre natürlich blöd, aber wir machen super guten Schaden mit dem Flammenwurf. Der Gegner hat kein Schutzschild. Ein weiterer Sieg auf unserer Karte in Richtung Goldmedaille. Hieß es Goldmedaille? Ich weiß es nicht. Vor allen Dingen in der deutschen Version habe ich sowieso keine Begriffe drauf, deswegen sei es mir verziehen, wenn ich hier absoluten Bullshit rede, wie das Item am Ende heißt, das wir bekommen. Auf jeden Fall ist es golden. Der sechste Kampf, das heißt zwei Kämpfe haben wir noch vor uns. Keine Vorlieben. Das ist okay. Auswechseln, ja bitte. Und zwar das Galoppa gegen das Arcani, weil Bedroher eine großartige Fähigkeit ist und die Coverage von Galoppa war jetzt ein bisschen ernüchternd, muss ich sagen. Und Arcani ist super gut. Es tut mir leid, dass wir die anderen zwei Pokémon noch gar nicht gewechselt haben, aber sie funktionieren einfach sehr, sehr gut. Und bevor wir gleich wieder in so eine Situation kommen wie gerade eben, wo ich einfach super traurig bin, ja, probiere ich hier ein wenig zu tryharden. Oh Gott. Pokéfan Amanda. Eine alte Dame, die ganz viele Dicky-Puppen hat. Entoron. Oh, Entoron ist auch ein interessantes Pokémon, glaube ich, gewesen. Also, ich habe natürlich nichts Festes im Kopf, aber ich sehe die Sprites und mein jüngeres Ich schreit aus der Vergangenheit, nimm dieses Pokémon mit und ich glaube, Entoron war tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Flammenwurf, Turbotempo, Knirscher, Body Slam. Also, im Grunde fast dieselbe Coverage, die wir mit Galoppa hatten, nur dass wir, glaube ich, hier ein bisschen bessere Sachen haben. Hier, hartes Wesen, das ist schon mal wichtig. Angriff 323, das will ich sehen. Aber das wird uns gar nicht helfen, weil Feuerangriffe physisch sind, speziell sind. Das heißt, hier greifen wir nur mit 189 an, was nicht so viel ist. Aber Turbotempo macht guten Schaden und Body Slam sollte guten Schaden machen. Was ist das Item? Das habe ich gerade ignoriert. Kingstein. Sage ich euch. Gegen was kämpfen wir gerade? Gegen Entoron. Alles klar. Das heißt, hoffentlich kommt gerade ein Wasserangriff, der Arcani rausnehmen sollte. Und das können wir sehr gut abfangen. Immer wieder mit Morlord. Alter. Ist das dein Ernst? Hat sich dieses Entoron gerade eingegraben? Wir gehen auf den Konter. Das macht gar keinen Schaden. Da hätte ich einfach auf das Erdbeben gehen sollen. Okay, da habe ich mir mehr erhofft. Aber nun gut, wir können mit Erdbeben... Treffen wir hier schon in dieser Generation mit Erdbeben Pokémon, die... Ja, perfekt. Wundervoll. Nice. Für die Leute, die es nicht wussten... Erdbeben trifft auch Pokémon, die sich gerade frisch eingegraben haben mit den Schaufler. Wundervoll. Morlord, einfach der absolute Superstar. Auf jeden Fall verdientes Bild im Thumbnail, sage ich jetzt schon. Können wir hier irgendwas machen? Ich glaube nicht. Können wir hier irgendwas rauswechseln? Ich glaube schon. Arcani. Und hoffentlich ist das Glurak in irgendeiner Form physisch. Wäre schön. Aber auch Feuerangriffe sollten wir ganz gut abfangen, wenn jetzt welche kommen. Was wird kommen? Der Brüller. Oh, das ist aber okay. Damit habe ich keine Probleme. Kapaloris kommt rein. Perfekt. Das heißt, wir können hier sofort auf den Regentanz gehen und sofort mit dem Server hier den Gegner ein bisschen bedrohen. Was senkt sich? Initiative sinkt stark. Das heißt, unsere Initiative ist jetzt normalisiert durch den Regen, durch das Wassertempo. Aber so wie das in einem Kampf wirkte, ist es egal, wie schnell wir sind. Alle gegnerischen Pokémon haben sowieso Flinkklauen. Wäre jetzt verrückt, wenn wir trotzdem schneller gewesen wären, aber gut. Feuersturm sollte keinen Schaden machen. Das war nicht mal ein Crit. Hallo. Das ist ein neutraler Treffer. Und es regnet. Mehr Schaden als erwartet, wirklich. Aber okay. Surfer sollte auch ohne den Crit hier das Glurak besiegt haben. Im Regen sowieso alles safe. Und soweit ich mich erinnere, hat der Gegner noch ein Pokémon. Schön, schön, schön. Ein Raichu. Ein bisschen ärgerlich, aber sollte trotzdem kein Problem sein, weil das können wir definitiv mit Morlord besiegen. Ich sag ja, Morlord, einfach der King, trägt auch den Kingstein. Trägt das den Kingstein? Ich glaube nicht.
Flintklaue? Ich habe schon vergessen, das sind alles Items, die ich mir nicht merken kann. Doppelteam. Oh, 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 oh. Kapaloris hat aber auch gute Augen. Oder Kapaloris? Kapaloris hat richtig schlechte Augen. Kurzsichtig ohne Ende. Ich glaube, ich sehe doppelt. 4 Raichus. Donnerblitz. Ah, das könnten wir überleben. Das sollten wir auf jeden Fall überleben. Außer der Gegner trägt irgendwie Magnet vielleicht? Nee, keine Ahnung. Surfer trifft. Nice. Das sollte auch ausreichen. Vielleicht. Es regnet immer noch, oder? Habe ich das vergessen? Es regnet auf jeden Fall immer noch. Wundervoll, wundervoll. Das heißt, wir haben noch einen Kampf vor uns. Will ich ein Pokémon austauschen? Habe ich irgendwas gesehen, was mir gefällt? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, momentan ist unser Team richtig, richtig gut. Auch wenn Arcani ein bisschen enttäuscht hat mit dem Moveset. Aber das war eben das Problem damals, dass, dass die Typen den Angriffstypus quasi vorgegeben hat. Was immer blöd war. Fachmann für Pokémon von Typ Psycho. Okay, das müssen wir uns im Hinterkopf behalten. Mal gucken, was der Gegner hatte. Vielleicht wechseln wir doch noch mal raus. Da habe ich nochmal das Mikrofon angehauen. Sorry. Am liebsten würde ich Entoron reinholen, aber dann haben wir 3 Wasser-Pokémon. Wenn dann irgendwie ein starkes Pflanzen-Pokémon kommt, gepaart mit Flug, dann habe ich super schlechte Karten. Will ich Raichu probieren? Ich glaube, ich probiere es einfach mal. Einfach nur, damit wir es gesehen haben. Raichu mochte ich damals sehr, sehr gerne. Hauptsächlich in Pokémon Blau und Pokémon Rot. Das war quasi mein Flaggschiff damals. Und vielleicht ist es auch in diesem Modus gar nicht mal so schlecht. Wir werden sehen, wir werden sehen. Schwarzgurt. Abel. Ein Gardevoir. Ullala. Ullala, sage ich da nur. Donnerblitz, Ruckzuckhieb, Lichtschild und Doppelteam. Lichtschild ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht in diesem Kampf dann, weil Psycho, wenn jetzt noch mehr Psycho-Pokémon kommen, die sind immer speziell offensiv. Blendpuder. Das sind die guten Sets. Statik und ein mäßiges Wesen. Oh, Donnerblitz, Ruckzuckhieb. Okay, das haben wir gerade gesehen. Leider auch hier nur ein relevanter Angriff, aber Lichtschild ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt an dieser Stelle. Wir sollten auch schneller sein. Das heißt, wir werden definitiv schadenstechnisch ganz gut aus diesem Kampf rauskommen, außer es kommt Erdbeben von Gardevoir. Wieso auch immer es lernen sollte. Was weiß ich. In diesem Modus kann alles verrückt passieren. Reflekte. Oh, der Gegner trumpft auf. Aber das ist, glaube ich, noch okay. Donnerblitz, go. Hoffentlich. Vielleicht haben wir Glück und es ist ein Two-Hit, aber ich glaube fast nicht. Gardevoir hatte eine gute spezielle Defensive und Raichu ist jetzt auch nicht das allerstärkste Pokémon. Aber wir kriegen das gegnerische Pokémon paralysiert. Und wir werden selber paralysiert. Das wusste ich nicht mal, dass das passieren kann. Also, dass Synchro gegen Elektro-Pokémon triggern kann. Das ist super ärgerlich. Dann hätte ich am liebsten das Gardevoir gar nicht paralysiert. Ohne Witz. Ich habe so viel Pech mit Paralyse und allem. Das heißt, das will ich gar nicht. Ich will gar nicht sehen, wie schrecklich das ausgehen wird. Aber, okay. Crit vielleicht? Ein bisschen Gerechtigkeit? Okay, da ist die Gerechtigkeit. werde ich den Gegner... Nee, ich wollte gerade sagen, könnte ich ihn mit Ruckzuckhieb besiegen, aber der Gegner hat ja Reflektor. Insofern wird das noch super wenig Schaden machen. Bitte komm durch. Nice, keine Paralyse. Das heißt, diese Session ist ein bisschen glücklicher als die gerade davor. Oh Gott. Was kommt als nächstes? Kokowai. Ah, das ist ein bisschen blöd tatsächlich. Kokowai ist richtig blöd. Ah, was wollen wir machen? Das Problem ist, der Gegner könnte potenziell auf den Sonnentag gehen. Aber ich habe, glaube ich, keine andere Wahl als hier. Vielleicht haben wir Glück und wir kriegen den Gegner nochmal paralysiert. Der Gegner geht einfach so auf das Sonnenlicht. Auf das Sonnenlicht vor allen Dingen, auf den Solarstrahl heißt es. Das ist natürlich von den Zügen her relativ blöd. Wir gehen hier auf das Lichtschild und hoffen auf das Beste. Wir sollten einen Angriff überleben, glaube ich. Hoffe ich. Und dann bitte, 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 bitte nicht voll paralysiert sein. Nice, sehr gut. Das hilft den anderen Pokémon immens, glaube ich. Vor allen Dingen unserem Kapaloris. Ja, wir gehen auf den Donnerblitz. Vielleicht haben wir Glück und wir kriegen den Gegner paralysiert oder irgendwas anderes Verrücktes passiert. Aber ich glaube, ich hätte sofort den Kapaloris rauswechseln sollen. Mal gucken, wie Schaden ist das? Gar nicht mal so schlecht. Ist das ein Crit? Nee. Raichu überrascht ein bisschen, muss ich sagen. Wir gehen hier auf den Ruckzuckhieb, weil wir definitiv... Okay, so viel dazu. Weil wir definitiv gleich untergehen werden. Der Solarstrahl wird uns rausnehmen. Wir wissen ja hundertprozentig, dass er kommen wird. Und wenn das Kokowai-Set ist, das wir schon gesehen haben, kommt, glaube ich, nicht so viel mehr. Ich habe
momentan ein bisschen Angst, hier sofort auf den Regentanz zu gehen, für den Fall, dass der Gegner langsamer ist und auf den Sonnentag geht. Und dann verliere ich relativ viel dadurch, glaube ich. Feuerschlag, Regentanz, Feuerschlag, Regentanz. Ich gehe mal auf den Feuerschlag und hoffe, dass der Gegner vielleicht tatsächlich auf den Sonnentag geht. Wir sind schneller, okay. Gut zu wissen, wobei Kokova ist natürlich super langsam. Wen wundert's? Bitte geh auf den... Wobei, wenn er auf den Sonntag geht... Ah, er geht auf die Synthese. Wenn er auf den Sonntag geht, ist er leider schneller, weil er die Fähigkeit Chlorophyll höchstwahrscheinlich hat. Ich gehe... wir gehen weiter auf den Donnerschlag, komm. Nichts riskieren. Was macht der Gegner? Lichtschild, das ist... blöd. Ich würde schon sagen, ist gut, weil wir den Feuerschlag nutzen, aber tatsächlich ist der Feuerschlag hier auch speziell. Das heißt, wir nutzen einfach mal die Runde, gehen auf den Regentanz, weil das sollte die Synthese ein bisschen schwächer machen. Ja, okay. Er heilt sich nur um 25%. Perfekt. Das Problem ist, dass unser Feuerschlag jetzt weniger Schaden macht, aber ich glaube, so oder so wird es nicht allzu viel machen. Surfer sollte okay sein. Durch den Regen. Geht so. Sonntag. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht haben wir Glück und der Gegner hat nicht Chlorophyll als Fähigkeit. Das heißt, wir könnten den Gegner outspeeden und jetzt mit einem wesentlich stärkeren Feuerschlag zuhauen. Mal gucken. Okay, der Gegner hat scheinbar Chlorophyll. Das wird wieder ein stalliges Battle, glaube ich, weil der Gegner jetzt unendlich lange hin und her healen kann und wir machen einfach zu wenig Schaden. Wir müssen einfach warten, bis hier das Lichtschild ausläuft. Passiert das jetzt? In diesem Zug vielleicht? Ich glaube nicht. Einen Zug sollten wir noch haben. Weil wir dann auf jeden Fall mit dem Feuerschlag ziemlich guten Schaden machen sollten. Vielleicht mit etwas Glück und einer guten Roll reicht es zum One-Hit. Mal schauen. Ne, okay. Würde nicht reichen. Lichtschild lässt nach. Das wollte ich hören. Das Problem ist, der Gegner wird hier die ganze Zeit auf Synthese gehen, aber mittlerweile sollten wir mehr Schaden machen als Synthese halt, auch in der Sonne. Ja, aber es kommt die ganze Zeit dieses verdammte Lichtschild, was mich ein bisschen nervt. Okay, das heißt, wir sind wieder in der Stall-Zone gelandet. Wie kann ich das auffrischen mit irgendwelchen schönen Themen? Worüber können wir reden? Was macht die Leute glücklich? Worüber kann ich reden? Vielleicht, zukünftige Projekte, denn ich merke einfach, dass diese Nostalgiewelle auch mich erfasst hat und euch relativ glücklich macht. Deswegen glaube ich einfach mal, dass es vielleicht in naher Zukunft mehr von solchen Retro-Sachen geben wird, denn... Oh, ist das ein Volltreffer, der durch alles durchbricht und dieses verdammte Kokowai besiegt? Wundervoll. Ein bisschen Glück muss man noch haben. Aber das ist die erste Siegessession. Eigentlich soll das hier nicht so hart sein. Normalerweise dauert das, keine Ahnung, 15 Minuten einmal durchzukommen, aber heute ist irgendwie der Wurm drin. Wir gehen auf den Donnerschlag, das heißt, wir sollten gegen Milotic so oder so gewinnen, denn Donnerschlag macht hier sehr effektiven Schaden, der Gegner kann nicht auf Wasserattacken gegen das Morlot gehen, also alles cool, alles safe. Hoffentlich. Das macht null Schaden. Okay, Lichtschild ist nur in Rosen, ich vergesse es immer, dass hier der Donnerschlag auch ein spezieller Angriff ist, aber okay, zukünftige Projekte, Retro-Projekte vielleicht, gerade für den Super Nintendo. Super Nintendo ist ja meine Konsole, quasi meine komplette Kindheit in einem Paket zusammen. Ich habe super viele coole alte Spiele, die ich gerne mal zeigen würde, die euch potenziell interessieren würden und ich habe mir auch überlegt, vielleicht wäre ein Format ganz cool, wo ich Gäste einlade von wo auch immer, die dann immer Super Nintendo-Spiele mitbringen oder halt alte Retro-Spiele mitbringen, die sie früher sehr, sehr gerne gespielt haben und dann wird das einfach zusammengezockt in einer Session. Das wäre vielleicht ganz, ganz nett, weil extrem viele Leute haben mich angeschrieben von wegen, ey, wie funktioniert das? Was für Technik muss ich mir holen, damit man hier alte Retro-Konsolen auf den HD-Fernseher packen kann und vielleicht sogar noch aufnehmen kann? Das wäre super gut, weil es ist tatsächlich schwer, mit Antennenkabeln irgendwie mit HD-Fernsehern zu agieren. Das kann ich absolut verstehen, dass dann auch die Qualität gar nicht mal so gut ist. Deswegen kann man so auch ohne Emulatoren das ganze nostalgische Feeling wieder erlangen. Ich finde Emulatoren leider nicht ganz so befriedigend, deswegen macht es mich umso glücklicher, dass wir hier auf der Original-Hardware mit guter Steuerung spielen können. Das ist irgendwie, das Feeling ist einfach anders, auch wenn es auf dem Emulator im Grunde dasselbe Spiel ist, aber es fühlt sich einfach anders an. Deswegen freue ich mich, dass das Ganze funktioniert. Ich weiß vor allen Dingen, dass MV Zoro ein sehr, sehr großer
Donkey Kong Country 2 Fan ist und das ist ja auch ein Zweispielerspiel. Das heißt, vielleicht hole ich mir den einfach mal ins Haus und dann spielen wir Donkey Kong Country 2. Schwer auszusprechen, wenn man die ganze Zeit am Labern ist und von dem Valreiser-Kampf super, super gepeinigt ist. Ich weiß auch, dass Suyu Shumaru ein sehr, sehr großer Super Nintendo-Fan ist. Das heißt, potenziell da auch wieder ein Kandidat, der für diese Gästeshow da wäre. Und ich glaube, Scarlett ist ein großer Super Nintendo-Fan. Octopaul wahrscheinlich nicht. Das war wahrscheinlich vor seiner Zeit. Ich weiß es nicht. Ich kann immer schlecht einschätzen, wann Super Nintendo-Ära ungefähr angefangen hat. Aber ich bin ja auch ein bisschen älter und ich weiß, dass für mich das Super Nintendo einfach der absolute heiße Shit war. Aber für heute soll es das erstmal gewesen sein. Mal gucken, ob wir das hier weiterführen. Wie gesagt, am nächsten Wochenende gibt es dann wieder ganz normale Wi-Fi-Kämpfe. Aber ich merke schon, dass dieses Projekt viel Anklang findet und ich glaube, das ist auch eine gute Gelegenheit, ein bisschen off-topic zu reden. Haben wir natürlich in diesem Part nicht so sehr gemacht, weil ich mich wirklich konzentrieren wollte, dass wir weiterkommen, weil es ist wirklich ein schönes Ziel, die goldene Medaille, wie auch immer sie in diesem Modus heißt, zu bekommen. Das werden wir auf jeden Fall anpeilen und hoffentlich kriegen wir es auch irgendwann hin. Auf jeden Fall bedanke ich mich sehr, sehr herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bye bye.